So, Match des Abends. Wir switchen mal direkt dazu. Curtis Axel, ich freue mich. Rivalen-Event. Nope. Ich will jetzt erstmal Curtis Axel machen. Ich will endlich mal ein normales One-on-One. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein, oder? Ah, scheiße, ich habe noch was vergessen. Ach, egal. Ja, ich wollte mich eigentlich noch mal ein bisschen verbessern. Und wollte mein Entrance-Ding rausnehmen. Das habe ich jetzt aber vergessen. Mach ich quasi danach. So, let's do this. Hallo Curtis, wie geht's? Friss das. So. Was ich eigentlich auch mal überprüfen wollte, ob es wieder so Drecksplagen in der ersten Reihe gibt. Die haben aber auch echt kein schönes Gesicht. Schaut euch mal bitte diese Plattnase in der ersten Reihe an. Ernsthaft? Ist doch scheißegal, ob das Jukes macht oder sonst wer, aber ganz ehrlich, das ist doch peinlich. Leute. Im Jahr 2015 Spieler mit dem Namen 2016 verkaufen und schaut euch die Gesichter an. Wie ein plattgedrücktes, aufgedrücktes Papier, Mann. Boah, ey, das geht gar nicht. Wenigstens gibt es hier keine Drecksplagen mit ihrem scheiß Minirock in der ersten Reihe. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas, meine lieben Freunde. Oh, knee to the face, schön. Strong Style hier. Big Man mit Strong Style, so stelle ich mir das hier vor. Und dann gibt es erstmal eine Ricola-Bomb. Nein, doch nicht. Au, das war ja auch ein ganz böse DDT eigentlich. Ja, alles kann verwendet werden hier. So. Aber es ist schon mal angenehmer, dass hier nicht mehr ganz so viele PG-Kids rumsitzen, denn das sah auch einfach kacke aus. So, verbrat deine ganze... Sind wir jetzt erst bei 3? Wie langsam zählt denn der? Wir sind jetzt gefühlt schon seit 3 Minuten draußen und der ist gerade mal bei... 5? So, er hat immerhin seine ganzen Reverses jetzt schon mal verbraten. Und du so? Ja, damit hast du wohl nicht gerechnet. Yo, und was ein Big Man DDT, ey. Geil. So, aufstehen. Das funktioniert schon mal nicht so. Ich liebe diesen Teig, so bis wie weit der auch einfach fliegt. Das ist so geil. Und sofort den nächsten verfügbaren Konter erstmal wieder gesetzt. Was, Axel war zwischendurch im Ring? Wann das denn? Oh, wait, nice reversal. Verstehe die Kritik nicht, ich sehe keinen Unterschied zu durchschnittlichem realen WWE-Publikum. Ja, da sitzen auch nur hässliche Fratzen, ich weiß. Nee, aber mal ganz ehrlich, die Grafik, das ist halt einfach, das ist doch nicht mehr... Damit kannst du nicht konform gehen, das geht wirklich nicht. Weißt du, bei NBA hat jeder Typ im Publikum gefühlt eine eigene Persönlichkeit. Und hier ist es halt. Ich meine, es tut mir leid, aber ich muss es einfach kritisieren, weil es geht einfach nicht. Ich finde das einfach peinlich, dass Juke sowas macht. Aber mein Gott. Ändern kann ich es jetzt auch nicht. Mein Gott, ich gucke nebenbei auf den Chat. Labert mich doch nicht voll. Erzähle ich halt nichts mehr. Guck halt dann nicht immer hin. Mann. So, ich würde sagen, ich hoffe, dass Curtis Axel jetzt nicht ausrastet mit dem Pinfalls. Aber ich tue es gefühlt. Ich habe immer Angst, wenn ich den ersten schon versaut, dann muss der zweite sitzen gefühlt. Ja, und Head Scissors. Ey, lässt du meinen Bart in Ruhe? Lol. So. Und ja, der Bulldog. Ja, passt eigentlich nicht zum Big Man, aber irgendwie hat's trotzdem, ist trotzdem cool. Weiß auch nicht. Sehr schön. So, ich glaube, wir können jetzt hier... Alter, haben wir richtig viel Schwung, Junge. Da wird's Zeit für die Tiger Bomb. Oh. Ach, schade. Ja, ich muss ja Psycho Driver machen, wa?
Muss er den Psycho Driver machen, Baby. Jawohl. Psycho Driver. Ja, nice. So, jetzt bitte noch in die Richtung drehen, dann wo nicht Rope Break ist und das ist vorbei. One, two. Ne. Ne. Gonna have to shake off the moderate damage that's been inflicted here and find a way to maintain the upper hand. Ne. Gosh, there's no telling how much damage that did. It only takes a couple of those to bring his night to an end. Oh, look out here. From what we've seen and heard tonight, there must be serious injuries. No kidding. This is going to need some serious medical attention. Somebody's going to get hurt in this match. He's pulling out all the stops tonight. Jetzt mal ganz ehrlich, vor allem seine Energie ist ja auch schon. Aha. Gefühlt ist seine Kack-Energieleiste sogar geil, ey. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Boah, was ein Throat Thrust. Ey, ich kann doch jetzt nicht jedes Match mit, Nein. A quick reversal by Curtis Axel. Na klar. So passt er mir wahrscheinlich noch ein Finisher und ist vorbei, oder was? I'd say that's more embarrassing than anything else. 11 Kills, 0 Deaths. Okay, und Lola ist Gott. Oh ja. Er kann aber doch da oben gar nicht stehen. Ja, blöd gelaufen, ne? Wollte gerade sagen, das geht nicht. Aber was willst du denn da noch für Moves zeigen, Alter, wenn bei den. Ne? Ich finde, das macht einfach keinen Sinn. Alter. Sag er, der macht jetzt Finisher und dann will ich wieder. Egal, er ist auf Suplex City. Going toe-to-toe here. He is just getting busted up. Just making his presence felt there. Good grief. How is he still conscious? Ich weiß nicht, wie viel ich dem kaputt machen muss, ey. A fever pitch is here in the W. The shoulders are down. Skillrex! 1, 2, 3, 4, 5, just subscribe. Dankeschön, mein lieber Skillrex, für deine Subscription. Vielen Dank, dass du den Stream hier am Leben hältst. Willkommen im Wolfpack. Jetzt gibt's den DDT. Und ich sehe es jetzt schon kommen. Ich meine, ganz ehrlich, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Sein Kopf ist schon rot. Normalerweise müsste er bluten mit diesem Move. Aber Blut scheint seinem Karrieremodus wieder nicht zu geben. Aber war der Kedabra, die sagen es sogar. Gewonnen! Wow, ich bin begeistert. We got a couple of highlights here. Ich glaube nicht. We got a couple of highlights. What a spectacular match. Ich bin begeistert. Nice. Mit einem 3,5 Sterne Match. Okay. Jawohl. Es ist heiß, Mann. Es ist heiß. Jawohl. So, guck mal. Ja, das ist doch alles völlig in Ordnung. Das ist doch alles bestens. Woo! Ich kann gewinnen. Ich bin begeistert. Ich bin schwer begeistert. Och, ja. Please join me in welcoming my guest tonight. Let's talk about Tyler Breeze. How do you feel about him as you will face him at the pay-per-view? Ach, werde ich das? Ich habe keinen Bock auf ihn. Does he not know that I am a monster? My thoughts on him is he's dumb. He's dumb to step into the ring with me. He has no clue how much pain I am going to put him through. He has not seen anyone like me before. I'm a beast. I'm a fucking beast. Thanks for the time. Back to you.
Ich meine, ich mag die Interviews ja irgendwie, weil ich in der Heel-Rolle geile Interviews geben kann. Aber ansonsten. Alter Verwalter. Ich bin sehr gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Wir haben also bei Takeover, gibt es tatsächlich Tyler Breeze gegen den Wolf. Ich frage mich allerdings, wie viele Finishers benötigen wird, um ihn zu töten. Ne? Dein Rang ist aufgestiegen. Yay. Wir sind an Tyler Breeze vorbei. Was will er eigentlich noch von mir? Der kann mich mal. So. Wir könnten jetzt natürlich nochmal eingreifen, oder? Nee. Kann ich nicht. Muss ich das vorher machen? Scheinbar. Ah, nee. Ah, ich könnte jetzt. Will ich aber nicht. Nee, ich muss. Nein. Nein, ich muss. Ja, ich kann's nicht machen. Ich kann nicht. Nee. Oh. Na gut. What the fuck? Dann werde ich ihn jetzt erstmal noch töten und danach werde ich mich erstmal verbessern. Mein Entrance-Theme ändern und mal gucken, ob es da wirklich noch die Blutoption gibt. So. Dies ist das Match deines Rivalen. Du kannst zusehen oder es überspringen. Drücke zum Überspringen-Option. Und dann Match beenden. Ja, danke. Ich will nicht. Es ist mir scheißegal, was der macht. Ich bin ein Monster. Ich muss es ihm nicht nochmal zeigen. Um das mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, logischerweise. Na, siehst du, da bin ich. Oh mein Gott. Ja, was, Tyler Breeze, hä? Bloß, weil du gewonnen hast beim letzten Mal. Face the Monster. Um das mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Mann! Scheiß Tyler Breeze. Ich muss auf jeden Fall gefühlt alles verbessern, damit der Typ mal liegen bleibt, noch irgendwelche Moves. Das ist ja grenzwertig. Grenzwertig. Jetzt ist aber erstmal NXT Takeover. So, oder? Ist jetzt direkt Pay-Per-View? Muss. Komm schon. Wo ist der Pay-Per-View? Ja, jetzt gib doch den Rest, Junge. So. Jetzt ist erstmal Superstars. Was interessiert mich das? What? Boah, nee. Kann ich nicht bitte zum Pay-Per-View kommen? Ich habe keinen Bock, nochmal mit Baron Corbin zu catchen. Boah, nee.